dann hat irgendwann Yannick angerufen und haben halt ein bisschen gequatscht und dann kam es ja dazu, dass er mir schon einige Fragen am Telefon beantworten konnte. Dann habe ich ja so gedacht, okay, cool, probierst du das vielleicht mal aus. Tatsächlich haben wir mit dem Kurs angefangen bei euch. Das war ja dieses Jahr im April und der Close kam ja jetzt schon letzten Monat, also im Juni. Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ihr seht, ich habe mal wieder einen Gast am Start und zwar der Nick Hauswald von Pure Motion Media ist heute hier, weil wir heute ein Award-Video machen für den ersten Award, den er sich geholt hat, 50k Award, die ersten 50k im Monat. Ja, Nick, stell dich doch gerne mal vor, erzähl mal, was du machst, wie lange bist du schon Filmemacher, welche Schuhgröße hast du etc. Ja, moin. Ja, hast schon richtig gesagt, ich bin Nick, komme aus Dresden und Filme produziere ich tatsächlich erst seit knapp vier Jahren. Hab mir alles selber beigebracht über YouTube, ganz klassisch, ganz viele Tutorials angeguckt und natürlich dann viel rumprobiert. Mhm. Das heißt, hast du das dann von vornherein selbstständig gemacht oder hast du das erstmal so als Hobby nebenbei oder wie war das? Ja, ganz klein als Hobby angefangen, nebenbei ersten Aufträge abgearbeitet und dann Step by Step immer weiterentwickelt. Okay, und wann hat es angefangen, dass du wirklich gesagt hast, okay, das ist jetzt so mein Hauptjob und das mache ich jetzt beruflich? Wann kam das so? Das kam tatsächlich schon neben meinem Studium, weil ich habe dann noch studiert, was ganz anderes, was technisch ist und hat halt Kohle gebraucht neben dem Studium und dachte so, ja, komm, machst du erstmal Kleingewerbe, fängst du damit an und dann hat sich das so halt entwickelt und gemerkt, ja, kannst du doch gut Geld damit verdienen und vor allem erfüllst halt so ein bisschen deine Leidenschaft, gehst deiner Berufung nach. Und da habe ich das dann hauptberuflich dann irgendwann ausgeführt. Also es war so ein schleichender Prozess. Okay. Ja. Was hast du studiert? Du hast gesagt, es ist irgendwas ganz anderes gewesen. Genau, also ich mache gerade noch meine Diplomarbeit in der Nanotechnologie. Also bin dann Diplom-Ingenieur in der Nanotechnologie, kann man sagen. Nanotechnologie. Kannst du mich kurz in ein, zwei Sätzen abholen, was Nanotechnologie ist? Ja, letztendlich alles, was sehr klein ist. Also angefangen von den Chips in deinem Handy oder in deinem Computer oder in der Kamera bis hin zu Medizintechnik, Raumfahrttechnik, also man kann viel damit machen. Okay, ja. Und das heißt Diplom, also das heißt, du bist ja sogar jetzt gerade noch aktuell am Studieren, aber hast wahrscheinlich nicht mehr so eine hohe Präsenz und das nach dem Motto, klar, macht man das jetzt noch fertig, aber bist eigentlich schon die ganze Zeit jetzt voll im Filmbusiness drin. Genau, also gefühlt das letzte Jahr oder anderthalb Jahre bin ich jetzt voll im Geschäft schon drin und schieb so ein bisschen meine Diplomarbeit noch vor mir her, aber die müsste ich halt jetzt dieses Jahr nochmal absolvieren, sag ich mal. Okay. Für mich immer spannend, weil ich weiß es ja nicht hundertprozentig, weil Yannick hat ja mit dir so den ersten Kontakt gehabt. Wie war das, als du zu uns gekommen bist, beziehungsweise in welcher Ausgangssituation warst du da und was hat dich bewegt zu sagen, okay, da gehe ich mal ins Gespräch? Also war ja wahrscheinlich dann mit dem Yannick, aber hol mich nochmal kurz ab, wie es dann dazu gekommen ist, dass du gesagt hast, du holst dir da jetzt Support. Okay, ich habe im letzten Jahr angefangen, das war im Herbst rum, einen eigenen Vertrieb aufzubauen, weil ich gemerkt habe, okay, ist schon relevant und ich möchte so ein bisschen langfristig aus meiner Hand geben, weil es mir nicht hundertprozentig Spaß macht. Und habe mich halt mit dem Thema beschäftigt und habe dann auch mir viele Fragen gestellt, die ich leider nicht beantworten konnte, einfach weil es Wissen fehlt. Und dann hatte ich mal eine Werbeanzeige gesehen, habe es gekonnt ignoriert, habe auch die zweite und dritte Werbeanzeige gekonnt ignoriert. Und dann hat irgendwann Yannick angerufen und dachte so, hey, ja, ich habe euch doch schon mal gehört und alles. Und haben halt ein bisschen gequatscht und dann kam es ja halt dazu, dass er mir schon einige Fragen am Telefon beantworten konnte. Und dann habe ich ja so gedacht, okay, cool, probierst du das vielleicht mal aus. Hab dann davor nochmal einen Kollegen gefragt, ob das auch was bringt bei euch. Und der hat gesagt, ja, definitiv. Und dann bin ich dann zu euch gekommen, ja. Okay, also jemand, der auch schon bei uns im Programm ist. Richtig, ja. Okay, sehr gut. Okay, und das heißt, Vertrieb war schon so bei dir im Fokus, weil das ist ja was viele bei uns erst so wirklich merken oder was wir auch immer wieder gespiegelt bekommen, dass die Leute sagen, mir ist so richtig bewusst geworden, wie wichtig das eigentlich ist, das Thema. Bei dir war das jetzt schon vorher so bewusst. Was hat sich jetzt oder was waren jetzt so Learnings gerade in dem vertrieblichen Bereich? Also was sind so Dinge, die besonders jetzt hängen geblieben sind? Ja, ich glaube einfach dadurch, dass ihr schon halt so viele Leute oder Filmmaker betreut in der Richtung, ist es wie eine Abkürzung. Also es treten ja immer Herausforderungen auf, die man selber versucht zu lösen, aber ihr gebt halt von vornherein Tipps an die Hand und das kürzt halt den ganzen Weg so ungemein ab und bringt halt so ein bisschen Schnelligkeit und die Leistung auf die Straße, sage ich mal. Und ja, das größte Learning war unter anderem auch einfach
nicht das Produkt Film mehr zu verkaufen, auch in der Akquise, sondern einfach das Ganze drumherum. Also jetzt mal im Prozessplan gesprochen, was ihr halt mal gepitcht habt. Also einfach die ganze Dienstleistung drumherum, das Kreative und so weiter, vielleicht ein Marketingmodul noch dran zu hängen und so weiter. Also das hat schon viel gebracht, ja. Okay. Ja. Und bin mir jetzt nicht sicher, hattest du, weil also jetzt auch der Abschluss, jetzt wo du den Award geholt hast, war ja ein Retainer. Mhm. War das ein Thema, was du schon vorher auf dem Schirm hattest oder vorher schon gemacht hast? Oder weil da, das war ja auch direkt was bei dir direkt hohes Interesse erzeugt hat. Also, ja. Oder sich da in dem Thema mit uns zu vertiefen. Ja, also tatsächlich hatte ich das ganz am Anfang schon mal angefangen, aber mit viel zu niedrigen Preisen. Also da waren Content-Pakete für 800 € dabei. War einfach ein bisschen reinzukommen im Markt, hat halt null funktioniert. Wir hatten da auch keine Struktur irgendwie. Und jetzt durch euch kam das Thema halt wieder auf und da haben wir das ein bisschen mal neu durchdacht, mit unseren aktuellen Dienstleistungen vermischt und dann hat es auch funktioniert. Und das war dann auch der 50K-Award. Ja. Okay, sehr cool. Das heißt, es war dann irgendwie ja auch wahrscheinlich über 12 Monate ganz normal und dann irgendwie wahrscheinlich irgendwie so um die 5 im Monat, ne? Ja, ein bisschen drüber, ich glaube 5,8 netto im Monat dann auf 12 Monate, genau. Ja. Und da ist wahrscheinlich ja auch nochmal die Schulung anguckt in Bezug auf, wie man so die Content-Struktur dann auch nochmal optimieren kann, ne? Da sind wir gerade noch dabei. Also tatsächlich haben wir mit dem Kurs angefangen bei euch, das war ja dieses Jahr im April, ist gar nicht so lange her, und der Close kam ja jetzt schon letzten Monat, also im Juni. Also kam ja relativ schnell schon das Ergebnis, deshalb relativ zeitnah, ja. Ja, können wir gar nicht so schnell die Informationen verarbeiten, die ihr uns liefert. Und ja, das ja vom Umfang, ne? Das ist ja alleine genau, dieser Cash-Content-Kurs, ist ja, also ja. Wo es jetzt um das Thema speziell geht, richtig. Das ist schon sehr, sehr viel Stuff. Sales-Modul hast du dir wahrscheinlich schon relativ komplett anguckt, weil das ja ein Ursprungsthema war, wo du reingehen wolltest. Mhm. Ist dir da noch irgendwas eingefallen, wo du sagst, okay, gerade jetzt im Bereich Sales oder Strukturen oder Dinge, die vielleicht wie so ein blinder Fleck waren oder auch mindset-technisch irgendwas? Ja, ganz großes Thema Struktur bei uns. Mhm. Also ich merke es selber, ich bin ja, klar habe ich so ein bisschen die Ingenieursschiene, aber ich bin trotzdem mehr kreativ und da fehlt halt auch ein bisschen die Struktur teilweise und deshalb war halt auch nochmal so ein Hebel, ja, alles in feste Skripte zu packen, die Leute wirklich einzuteilen, ihr macht nur das, das und das. Also so die ganzen kleinen Steps, die strukturellen Steps, die haben halt auch viel gebracht. Und einfach auch euch anzufragen, ey, ist das Skript so in Ordnung, können wir das so machen und so weiter. Und einfach Feedback zu bekommen von jemandem, der halt quasi Ahnung davon hat, ist halt ultra viel wert. Ja. Ja. Okay, ansonsten ein anderes Thema ist ja auch immer bei uns begleitend so Positionierung, Branding. Mhm. Wie wird es jetzt aktuell wieder, also das ist ja meistens so ein Reifeprozess, der oft auch nicht direkt in Stein gemeißelt ist, aber wie würdest du jetzt aktuell jemandem beschreiben, was so eure Spezialisierung ist und mit wem ihr im Kern arbeitet oder wo welchen Zielgruppen ihr am besten helfen könnt? Ja, also wir sind aktuell noch sehr viel in der Industrie und Automobilindustrie unterwegs. Kommt natürlich so ein bisschen von meinem technischen Know-how, von der technischen Herkunft, weil es ist immer, also verkauft sich ganz gut, wenn man als Ingenieur zum Geschäftsführer geht und sagt, okay, wir verstehen halt eure Prozesse und das können wir halt in dem Video geil abbilden. Das ist halt ein guter Verkaufspunkt und darum haben wir uns so ein bisschen in der Industrie angesiedelt, aber tatsächlich überdenken wir die Ausrichtung da gerade aktuell nochmal, weil sich halt auch durch die Weltwirtschaftslage, sag ich mal, wissen, was geändert hat, aber momentan noch viel Industrie und Automobil, genau. Ja. Gut, ich sag mal, klar, das ist natürlich immer so ein bisschen, die eine Branche hat ein bisschen mehr mit zu knabbern, die andere ein bisschen weniger. Aber erstmal natürlich sehr naheliegend, ne, so mit dem Background. Aber genau, das ist ja, wie gesagt, auch immer ein Findungsprozess. Ist ja auch dann am Ende, kann es ja auch sein, dass man sagt, okay, das ist zwar jetzt irgendwie sehr naheliegend und jetzt habe ich auch ein paar Kunden in dem Bereich, aber irgendwie merke ich, mich zieht es dann doch in eine andere Richtung. Ja, von also, der Gewichtung her. Ehrlich gesprochen ist ja auch schon Industrie sehr interessant. Also man erlebt halt viel, auch viel Technisches und kann so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Aber so die Projekte, wo man so die Kreativität ausleben kann, die gibt es halt meistens woanders. Das ist halt, Industrie ist noch ein bisschen konservativer gedacht. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen an größere Commercials denke für modernere Brands, da kann man sich halt nochmal kreativer ein bisschen mehr ausleben. Alright, und was würdest du sagen jetzt für dich? Was steht jetzt aktuell auf der Agenda? Was sind jetzt so die nächsten Themen, mit denen du dich da jetzt vor allen Dingen ja auf der Business-Seite beschäftigen möchtest? Ja,
Also aktuelles Thema ist natürlich die Ausbildung wieder von Vertrieblern. Mein Plan ist ja langfristig, das halt aus meiner Hand zu geben, dass ich mich halt den Dingen widmen kann, die mir Spaß machen. Und deshalb suche ich halt aktuell wieder Vertriebler und dann der ganze Einarbeitungsprozess und so weiter, die Leute auszubilden, das ist so quasi Hauptpunkt gerade. Ja, ja. Ist ja auch der Teil, den wir da bei uns in dem Programm auch mit durchgehen, mhm. in der Sales Factory. Ja. Und ja, auf jeden Fall eine gute Mission ist ja auch das, was viele gemacht haben, die jetzt wirklich bei uns richtig zu den großen Tieren gehören, zu den Kunden, die halt wirklich jetzt was Großes aufgebaut haben. Jeder hat früher oder später irgendwo da in dem Bereich auch dann Leute dazugeholt. Mhm. Weil das natürlich ein extremer Push ist am Ende. Ja, es macht ja nur Sinn. Also ist ja ein richtiger Hebel. Mhm. Ja. Sehr cool. Ja, dann danke dir schon mal für die Einblicke, mhm. für deine Erfahrung. Und genau, wenn du zusiehst und auch ja vielleicht in dem Bereich Vertrieb oder auch in anderen Bereichen Unterstützung brauchst, wie zum Beispiel Positionierung, das Thema Vermarktung, Marketing ist ja auch noch was wir noch auf jeden Fall bei dir auch noch stark mit angehen können, gerade wenn es jetzt sowieso in den Vertriebsbereich geht. Oder das Thema Positionierung, Branding, dann geh gerne auf www.filmacamiesmarketing.com, trag dich da einfach ein, dann können wir mal schauen, wie wir jetzt speziell in deiner Situation dir helfen können, ob du jetzt das Ganze nebenberuflich machst oder schon Vollzeit selbstständig. Du warst jetzt auch schon Vollzeit quasi selbstständig, mhm. auch schon mit 1-2 Mitarbeitern, ne? Mhm, richtig. Glaube ja. ich, genau. Oder wenn du jetzt zum Beispiel eine Filmproduktion hast, wir haben ja auch durchaus Kunden, die dann jetzt schon deutlich mehr Mitarbeiter haben, da können wir dir auf jeden Fall helfen. Und genau, dann danke nochmal dir, Nick, für genau. die Einblicke und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.